Banditen und kolchische Adlige. Dann geht's jetzt auf nach Mons Regius. Ich finde das eine sehr geile Map, obwohl sich sehr viele darüber beschweren. Finde ich auch. Und mit dem Wetter macht es gleich noch mehr Spaß, ja? Es mit Nebel ist, glaube ich, über den Stream ein bisschen nervig, dann halt so zuzuschauen, echt. Ja, sieht man so wenig. Man sieht da sehr eingeschränkt, würde ich jetzt mal sagen. Aber ist jetzt meine Meinung, ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Ja, aber auch so, ich sehe auch nur sehr eingeschränkt. Aber es geht ja auch darum, ein bisschen das Spiel schwieriger zu machen für die Teilnehmer. Unerwarteter. Bisschen zu unorthodoxe. Klar. So, jetzt sind sie fertig. Wir schauen uns mal die Armee an von Dominik. 1, 2, warte mal, noch nicht. 1, 2, 3, 4, oh. 6 markatische Axtkämpfer, einmal östliche Speerkämpfer, zweimal Hügelmänner, zweimal Hobliten, viermal östliche Speerträger, einmal Plänklerkaff, zweimal Adelsblutkaff und zweimal einmal Lanzepeis und der Jen ist auch nochmal Adelsblutkaff, übrigens als Stratege. Lord führt mit ins Feld seine geballte Infanterie-Power. Darunter sind... Blub. Ich glaube, 6 markatische Axtkämpfer, wa? Glaube, ja. Dann haben wir östliche Speerkämpfer. Noch zweimal... Er hat auch Axtkämpfer mit dabei, oder? Er hat eine Achterlinie, oder? Er hat noch Hügelmänner, tatsächlich. Hügelmänner, genau. Zweimal Hügelmänner, viermal östliche Speerkämpfer, einmal östliche Steinschleuderer. Dann 1, 2, 3 mal... Viermal, fünfmal Adelsblutkaff, einmal Lanzepeis, zweimal Lanzepeis. Nee, der Gen ist auch mal Adelsblutkaff. Sechsmal Adelsblutkaff, einmal Lanzepeis. Was ein Nahkampf-Spam, ey. Da wird er mit seiner Plänklerkaff nicht weit kommen, der Dominik. Also ich würde jetzt mal darauf tippen, dass der Lord sehr aggressiv vorgeht. Unter anderem, weil er sich eine große Plänkelerei einfach nicht leisten kann, genau, mit seinen einen Schützentruppen. Ja, genau, hat er ja keine Chance. Das ist eine sehr, sehr altbekannte Taktik von Lord, ey. Muss ich mittlerweile sogar sagen. So, jetzt geht's los und schon haben wir 33 Zuschauer auf YouTube und 2 auf Twitch. Ich grüße euch. Ja, mit Plänkelkaff hat er jetzt natürlich hier nicht so viel Glück, der Dominik. Weil, wenn er nicht die Zeit gelassen wird, dann kann er auch nicht großartig plänkeln. Und er hat auch sonst viel zu wenig Kaff. Theoretisch gesehen könnte Lord einfach eine Adelskaff nehmen und sagen, hier, renn hinterher. Und, würde reichen. Rein theoretisch ja, aber ich glaube, das hört sich vom Preis her nicht so ganz Nee, vom Preis nicht. So, Lord nutzt zwar die Gebäude hier, um sich noch breiter aufzustellen. Man muss halt sagen, der Bereich ist halt leer und da könnte man durch, theoretisch. Die Frage ist, ob es zulässt. Ja, aber da steht die Kavallerie schon jetzt gerade, ja, bereit. Toll, Lord will nicht weiter vorwärts marschieren. Eventuell dann sofort die beiden Seiten an, dass praktisch hier das Gebäude in der Mitte praktisch so ein bisschen abschimpft. Oh, jetzt ja, habe ich ein bisschen zu viel gemalt. Ja, ich sehe schon. Ich glaube, Lord möchte, dass Dominik den. Ja, das Move mit erwidert. So, Steinschleuder gegen Plänklerkaff. Reiter! Doppelte Geschwindigkeit! Ach, wenn der Dominik ist jetzt, guck mal, kann der die Kaffee ordentlich hitten, ne? Also. Ja. Er hat auch schon 5 Kills gemacht. Ja, aber ist die Frage, wie ich das glaube ich. Östliche Sperrkampf hat also. Ja, er hat auch noch hier andere Truppen, weil er hat. Die haben sie alle voll, soweit ich weiß. Ja, er hat noch östliche Speerkämpfer erwischt. Steinschleuder und Speerkämpfer. Ja, oh, das ist nicht ganz so worth it. Nicht unbedingt, nee. Die Steinschleuder feuern weiter. Jetzt gibt's eine Salve von beiden wahrscheinlich hier gleich. Boah, 7 Mann gerade geholt. Die Plänklerkaff hat immer noch keinen Mann verloren. Uiuiui. Na? Und? 78 Mann, jetzt fallen sie langsam, jetzt haben sie Hitpoints. 77. Rückt vor, sehr zaghaftes Verhalten, bin ich von beiden, um ehrlich zu sein. Muss ich auch sagen, ich glaube, Lord wollte einfach nur, dass jetzt auch der Kampf von Domra erwidert wird. Erhöht die Spannung. Und wir sehen hier auch ganz klar, Dominik möchte definitiv den Kampf mehr in diesem Bereich mit seinen starken Einheiten führen. Während er hier ein bisschen zurücksteckt und sagt, okay, gut, ich halte ihn nur hin. Und es ist halt stimmt, umgedreht. Jetzt erkenne ich es auch. Alexander Tactics hier. Ja, so ein wenig. Und jetzt geht's vorwärts hier und Lord müsste eigentlich, hat er einen Vorteil, wollte so schnell wie möglich mit seiner rechten Flanke in den Kampf kommen. Aber das wird nicht passieren. Wird der Lord könnte passieren. Jetzt natürlich auch fies sein, seine gesamten Truppen einfach zurückziehen, ne? Ja, das könnte genauso aber auch Dommel machen. Also. Und Lord zieht sich zurück! Er dreht. Nutzt er jetzt hier das Gebäude aus?
Ihr wollt es nicht schaffen. Zeit, ey. Die Wolfen sind halt zu schnell da. Aber er kann. Er nutzt das Gebäude wahrscheinlich aus. Guck das mal an. Mit deiner anderen. Mit der anderen Hälfte. Und hier bildet sich eine Lücke! Und hier hat Dobbe keine Kaff. Also wenn Lord jetzt nachdenkt, nimmt er hier die Kaff und. Ja, er bewegt sich in die Richtung! Richtig gut gemacht. Richtig guter Move. Richtig nicer Move von Lord. Jetzt kann er entweder und, die Fernkämpfer und pusht hier auch währenddessen den Dominik richtig hart. Ja, genau. Und Dominik zieht ab, schafft es aber nicht rechtzeitig und es geht in den Nahkampf rein. Die Kaff kommt außen rum, sehr sweeter Move mit den Gebäuden. Boah. Charge kommt jetzt und die alles mit Kaff kann sich abhalten und zack! Eine ganze Lanzen in Einheit. Charge voll rein in drei Einheiten, killt einen halben Trupp Speerträger. Und er schläft auch mit der Kaff. Oh! Und er kriegt die Kaff noch! Hat hier richtig geschlafen, Alter. Oh mein Gott, was ein Move! Was ein Move mit den Lanzenpies! Der kann schlachtentscheidend sein, Leute. Der kann schlachtentscheidend sein. Ihr wankt auch schon der erste Trupp hier. Ja, ja, sehen wir schon. Der erste Trupp an. Hügelmänner übrigens nur. Ja, okay, gut. Verstehen. Aber das kann schlachtentscheidend sein für Domme. Und auch die andere Linie, die bricht langsam ein Stück zusammen, weil Lord den Charge bekommen hat und Domme nicht. Wir sehen hier. Uiuiui. Das ist ein Move. Hier schläft Dominik wieder. Das ist. Eieieiei. Ja, ja, Domme ist gerade ziemlich unaufmerksam. Und es wäre das zweite Mal schon, dass er im Viertelfinale rausfliegt. Das sieht nicht gut aus für Domme. Was ein Move von Lord. Was jetzt aber hier wichtig ist, dass die Kavallerie gerade ein bisschen. Lanzenpass ein bisschen gecatcht wurde von östlichen Sperrkämpfern, die ich selber gerade. Die haben auch Hitpoints bekommen. 55 waren es nur noch dafür ursprünglich 80. Der nächste Charge wird gesetzt auf die Kaff. Und der Gen von Lord ist mittlerweile raus. Was hat denn der für ein Mali hier? Kampfrhythmus. So, schauen wir uns mal die anderen Einheiten an. Der Gen von Domme kämpft immer noch gegen Arles mit Kaff. Und es sieht halt, es ist halt knapp. Der wird halt echt heftige Verluste erleiden. Und auch die Schock-Kaff von Domme wird extrem gecatcht und zermürbt. Weil jetzt hier drüben hat er langsam die Einheiten von Lord aufgerieben. Jetzt die Frage, gewinnt die Linie halt noch Infanteriekampf? Und Tatsache, es ist so spannend, so knapp. Dass die Infanterie von Lord gar nicht mehr so dominant ist. Genau, also es ist gar nicht mehr so eindeutig mittlerweile. Oh je. Aber man darf nicht vergessen, Lord hat noch viele Einheiten, kann jetzt überall den Rücken reinchargen. Kann die Einheiten schwächen vom Gegner, also die rechte Flanke von Lord wird halt extrem stark noch bleiben. Die Lanzepeis von Lord geht jetzt auch drauf. Und die Katlia auf seiner linken Flanke brechen hier zusammen und jetzt haben halt ist auch ein starker Trupp da, der in Summe zwar immer noch mehr ist als die anderen beiden. Aber trotzdem, das reicht, ist die Frage, lang genug aufhält. Ich denke, kann sie lang genug aufhalten, sodass die Karre eigentlich so einen Turm nach dem anderen abräumen kann. Das tut er hier auf der einen Flanke natürlich sehr, sehr beispielsweise. Genau. Da kann er jetzt geht jetzt auch nochmal in den Rücken, das ist, tut ordentlich weh. Oh ja. Er hat noch kartische Axtkämpfe mit 150, 120 Mann. Davon hat Domme einfach gar nichts mehr. Hat auch keine Schützen mehr. Lord sorgt wirklich dafür, dass die Schützen regelmäßig aufgeräumt werden. Genau, ein Trip-Sperrträger ist noch da. Der lebt noch hier hinten. Aber auch Lord hat noch Einheit und er pennt ein bisschen gerade. Er vergisst seine eigenen Steinschleuderer. Er vergisst was jetzt hier ein falscher Move ist, warum geht er mit den Schützen auf die Steinschleuder? Der hätte lieber hier hinten rein. Genau. Das hätte viel mehr gebracht und jetzt kommt Domme zum Support gegen die Karten. Ja, das wird nicht reichen. Östliche Schwertkämpfer gegen Katlia. Das war's. Jetzt kommt der Charge rein durch die Adelsbootkraft von Lord nochmal, der die gegnerische Adelsbootkraft jagt. Wie sieht's eigentlich aus mit dem Gen von Domme? Der wurde jetzt noch gerettet. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Oh, der nein. Ist tot. Gerade vor kurzem gefallen. Oh je, oh je. Das ist jetzt nochmal ein extremer Verlust. Die Hügel hier drüben werden wahrscheinlich gleich fliehen von Domme. Und die anderen Einheiten sind auch schon ziemlich stark hart rangenommen. Also, ein Trupp Katlia existiert noch mit 120 Mann, da wird das auch nicht mehr überleben. Wie ihr wünscht! Die Hügelmänner wird das ziemlich hart treffen, aber die Kartler und Hoplin. Und die Hügelmänner sind weg. Geht so, weil die sind ja diszipliniert. Genau, aber der Charge kommt ja trotzdem noch rein. Ist aber auch umzingelt der Trupp, also es tut halt weh. Ja, das sieht nicht gut aus für Dom und ich würde sagen, dieser eine Move mit den Lanzenpies, die ja durchgecharged sind, das war der entscheidende Move hier, der den Sieg gebracht hat. So, jetzt kommt Lord dazu mit seinen kartischen Axtkämpfern, räumt die Hopliken hier drüben noch auf. Und dann war es auch mit denen. Yep. Da kommt der die Gen-Einheit nochmal dazu. Jetzt wankt eigentlich alles von Domme. Und jetzt kommen die Armeeverluste. Ja, ja, jetzt der Gen ist weg.
Die Einheit davon, die Obliten hinten noch mit 160 Mann. Ein ganzer Trupp, 160 Mann Obliten. Total verschenkt. Kaum eingesetzt. Ja. Kämpf gegen erst die Sperrkämpfer. Die werden zwar einen Kampf gewinnen, aber. Er hat zwar 100 Kills, aber die 100 Kills waren jetzt auch nicht wirklich. Ja. Und sobald jetzt der Trupp geflohen ist, nehme ich mal an, werden die Obliten auch fliehen. Weil sie ja nicht mehr den Kampf gewinnen würden, was nochmal Moralboost gibt. So, da kommt Kraft dazu. Ja. Die haben keinen Bock. Die haben keinen Bock. 158 Mann Hobliten noch, ey. Die hätten wahrscheinlich gar nicht so schreiben, dass du den Stream geteilt hast. Jetzt können wir halt Dommel und Lord wieder reinholen. So, ihr naja. Hallo. Also, ich würde mal sagen, es gab einen Moment in dieser Schlacht, der hat alles entschieden. Und es war der Move. Wie bitte? Wie ich geschlafen habe. Das war der Move, als er dir den Rücken reinchargen konnte, weil du dort die Lücke gelassen hast zwischen den Gebäuden. Mhm. Das war der Moment, da hat Lord entschieden, dass er gewinnt. Ich muss aber auch sagen, also uns beide hatte, also wir haben beide gesagt, der Nebel war schrecklich. Also da drin zu spielen, ne, du siehst so viele Sachen tatsächlich nicht. Man hat es teilweise im Match nicht gemerkt, dass das genau. So richtig ist durcheinander war. Genau, das ja, ich habe dann so ne, Mid-Game. Die Augen zusammengeknüpft gesehen, ah lol, da ist ja noch was, das habe ich vorher gar nicht gesehen. Ich kann die Leute im Teutoburger Wald richtig nachvollziehen, ne? Wenn das da bei schlechtem Wetter. Hebt natürlich auch nicht den Anspruch an. Ja. Da ist halt mehr ja, Skill dann oder nicht. Das war wieder eine typische Lord-Armee. Fast keine Fernkämpfer. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Ja, stimmt. Genau. Gut, dann move ich dich mal wieder hoch, Dommel, und dich auch, Adrian. Mhm. Ja, mach das. Dann kommentieren wir jetzt die Schlacht von Useless Cotty und Ami King.